Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Ihnen nun das Projekt Telnet@NRW vorzustellen, für den wir gestern Platz 1 im Deutschen Preis für Patientensicherheit überreicht bekommen haben, worüber wir natürlich sehr froh und stolz sind. Ich bin der Konsortialführer und das Projekt beruht auf der Telemedizin und Telemedizin zeichnet sich ja dadurch aus, dass die Patientenversorgung unabhängig von Zeit und Raum unter Zuhilfenahme moderner Informations- und Kommunikationstechnologien möglich ist. Das Expertenwissen steht damit zeitnah und bedarfsgerecht zur Verfügung. Es ist aber auch sektorenübergreifend interdisziplinär und es ermöglicht durch strukturierte Vernetzung neue Prozesse aufzubauen und auch die telemedizinische Vernetzung ist eben wirklich eine neue Form der Versorgung unterschiedlichster Behandler. Das Motto unseres Projekts ist oder lautet: gemeinsam handeln, digital und kompetent behandeln und digital statt analog. Das heißt also eine neue Form wirklich der Versorgung, Kooperation statt Zergliederung. Wir wollen also über die Telemedizin, über die Digitalisierung tatsächlich das Miteinander von verschiedenen Professionen, aber auch von verschiedenen Fachrichtungen, also interprofessionell und interdisziplinär im Gesundheitswesen. Das ist wirklich die konsequente medizinische Zusammenarbeit der Zukunft und damit setzt man auch neue gemeinsame Qualitätsmaßstäbe. Dafür setzen wir zu den normalen Dingen digitale Kommunikationstechnologien ein, Televisite, Telekonsil und auch das Telemonitoring, wobei das jetzt nicht Bestandteil dieses Projekts war. Also Telnet NRW, wir gestalten gemeinsam die Patientenversorgung der Zukunft, gemeinsam kompetent. Wir haben gemeinsam dieses Projekt beim Innovationsfonds, beim GBA, beantragt, sind positiv beschieden worden und haben knapp 20 Millionen Euro zur Verfügung bekommen, also wirklich eine ganz stattliche Ausstattung für ein großes Projekt, das pünktlich Anfang 2017 gestartet ist und das Projekt hat auch pünktlich, konnten wir es beenden, am Beginn letzten Jahres, also 2020. Die Uniklinik Aachen war im Lead für dieses große Projekt. Gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Münster waren Aachen und Münster hier die beiden Expertenzentren, die die Expertise in die Fläche gebracht haben. Und das Netzwerk bestand eben aus vielen Krankenhäusern und auch Kolleginnen und Kollegen in der ambulanten Versorgung. Das Ziel war, die Leitlinienadhärenz zu erhöhen in den Bereichen Intensivmedizin und Infektiologie. Und wir wollten wirklich erstmal großvolumig machen, wirklich mal Evidenz schaffen und eine Beweisführung, dass diese Art der Versorgung zusätzlichen Nutzen für die Patienten bringt. Und das Ziel war von Anfang an eine Verstetigung in der Regelversorgung. Ziel also war die Errichtung eines telemedizinischen intersektoralen Netzwerks als neue digitale Gesundheitsstruktur zur messbaren Verbesserung der wohnortnahen Versorgung, denn diese ist Lebensqualität. Sie sehen unten auf dem Bild einige wichtige Partner, die Ärztekammer Nordrhein, die Ärztekammer Westfalen-Lippe, aber auch die KGNW, die Techniker Krankenkasse und die GKV NRW. Die ZTG hat uns maßgeblich unterstützt aus Bochum, und also das Zentrum für Telematik und Telemedizin aus Bochum. Und die Universität Bielefeld hat uns evaluiert mit Herrn Greiner an der Spitze. Es ging darum, die Umsetzung der 10 Empfehlungen der Do's und Don'ts, also Telnet@NRW ist ein starkes Team. Sie sehen hier viele der
aktiven Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Bereichen. Das war wirklich toll auch zu erleben, wie viele Menschen sich über die ganze Zeit hoch engagiert für das Projekt, für die Menschen im Land NRW eingesetzt haben. Sie sehen hier nochmal die 17 Krankenhäuser, mit denen wir hier dieses Netzwerk gegründet haben. Und auch im ambulanten Bereich waren es über 100 Kolleginnen und Kollegen aus Bünde, also hier der Verbund Medizin und Mehr, respektive das GKS, das Gesundheitsnetz Köln Süd. Und das waren auch unsere wichtigen Partner in der ambulanten Versorgung. Es ist uns gemeinsam gelungen, über 150.000 Studieneinschüsse zu machen. Das waren über 10.000 Teleintensivvisiten im Raum Aachen und im Raum Münster. Wir hatten aber auch sehr, sehr viele infektiologische Fälle im ambulanten Bereich in Bünde und GKS. Intensivmedizin natürlich im ambulanten Bereich nicht möglich. Und es war wirklich das ganze Projekt ein toller Erfolg. Und wir konnten hier wirklich ganz viel erreichen. Sie sehen hier einmal einige Fotos aus den Telemedizinzentren, sowohl in Münster hier rechts als auch in Aachen in der Mitte unten und auch entsprechende Kolleginnen und Kollegen in den peripheren Krankenhäusern. Sie sehen hier diese Visitenwagen, die wir gemacht haben. Die Stationen waren mit WLAN ausgestattet. Wir hatten, wie gesagt, auch eine elektronische Patientenakte. Wirklich ein Punkt war, dass wir zum Patienten hingehen und eben der Patient nicht zu der Telemedizin kommen muss. Das Ganze war wirklich hoch akzeptiert bei den Kolleginnen und Kollegen, bei den Leistungserbringern, aber auch bei den Patientinnen und Patienten und auch deren Angehörige, die das Ganze wirklich als Sicherheitsnetz empfunden haben. Also durchweg ein großer Erfolg, große Akzeptanz. Hier nun die Projektergebnisse von Telnet@NRW im stationären und ambulanten Sektor, respektive auch einige sekundäre Outcomes. Im stationären Sektor ist es uns gelungen, die Staph-Aureus-Blutstrom-Infektionen, die Versorgung hier, die Qualität der Versorgung deutlich und hochsignifikant zu verbessern. Sie wissen, Staph-Aureus-Blutstrom-Infektionen sind wirklich, salopp gesagt, ein echter Killer. Hier sterben sehr, sehr viele Menschen daran. Die Compliance ist nicht einfach zu erreichen und es ist uns hier mit der telemedizinischen Unterstützung gelungen, um den Faktor 4 die Therapieempfehlung zu verbessern. Ebenso im stationären Sektor die leitliniengerechte Behandlung schwerer Infektionen, schwerer Sepsis, des septischen Schocks. Auch hier wissen wir, dass gerade der septische Schock immer noch mit einer Sterblichkeit in Deutschland von etwa 50% verbunden ist und es ist hier gelungen, um Faktor 6,8 die leitliniengerechte Behandlung zu verbessern. Also auch wirklich hier ein nicht nur signifikantes, sondern substanzielles und klinisch hochrelevantes Ergebnis zu erreichen. Wie war es im ambulanten Sektor? Nun hier ein etwas anderer Blickwinkel, Entschuldigung, nämlich die Erhöhung der Chance bei den unkomplizierten akuten oberen Atemwegsinfektionen um 34% die leitliniengerechte Behandlung zu erreichen, mit anderen Worten, keine Antiinfektiva zu verordnen, ebenso bei der asymptomatischen Bakteriurie um Faktor 9,3 auch hier eben keine Antiinfektiva zu geben. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, weil das bedeutet weniger Verbrauch von Antibiotika, weniger Induktion von Resistenzen. Und wir wissen, dass das wirklich eine sehr bedrohliche Situation heute schon erreicht hat und in den nächsten Jahren noch weiter um sich greifen wird. Also auch hier ein sehr klinisch, medizinisch sehr relevantes Ergebnis, dass wir eben unnötige Antiinfektiva nicht mehr indiziert und gegeben haben. Als sekundäres Outcome, und das ist ja gerade zu Covid-Zeiten gar nicht so unwichtig, der Anteil der lungenprotektiv behandelter Patienten hat sich signifikant erhöht und sozusagen verdoppelt. Und auch die Compliance mit den Sepsis-Bundles, der Surviving-Sepsis-Campaign, und das hat letztendlich, denke ich, auch zu diesen leitliniengerechten Behandlungen geführt, ist hochsignifikant
gesteigert worden. Das hat letztendlich zu einer Reduktion der Sepsissterblichkeit bei den Intensivpatienten um 5% von 28,8 auf 23,8 geführt. Also sehr viele, sehr wichtige, klinisch sehr bedeutsame Projektergebnisse im Projekt TELNET at NRW. Das Ganze hat dann gerade kürzlich dazu geführt, dass der GBA eine Transferempfehlung beschlossen hat, also Beschluss des Innovationsausschusses beim gemeinsamen Bundesausschuss über das Projekt TELNET at NRW. Und es freut mich, Ihnen das hier mitteilen zu können. Der Innovationsausschuss spricht auf der Basis der Ergebnisse des Projekts TELNET at NRW folgende Empfehlung zur Überführung in die Regelversorgung aus, nämlich die Weiterleitung zur Prüfung der Adaptation und Verwendung an die Gesundheitsministerien der Bundesländer und an den Unterausschuss Bedarfsplanung des GBA, respektive GKV-Spitzenverband, Kassenärztliche Bundesvereinigung und DKG. Und das ist ein ganz tolles Ergebnis und wir sind sehr gespannt auf die Bewertung dieser verschiedenen Gremien und Institutionen. Die Basis in NRW des TELNET at NRW-Projektes hat am Ende dazu geführt, dass die Landesregierung, insbesondere das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales mit Minister Laumann an der Spitze, gesehen hat, dass es eben möglich ist, Innovationen landesweit auszurollen, dass es möglich ist, digitale Versorgungsnetzwerke zu errichten zur Sicherstellung der ortsnahen und qualitätsorientierten Behandlung. Und deswegen hat Minister Laumann bereits 2019 im Sommer gesagt, wir wollen ein virtuelles Krankenhaus in NRW als Teil der GKV-Regelversorgung, um nicht nur in der Intensivmedizin und Infektiologie, sondern allgemein fachärztliche Expertise den Bürgerinnen und Bürgern in NRW zur Verfügung zu stellen und auch hier wieder letztendlich unabhängig von Zeit und Raum. Es war ist ein großes Vorhaben, was schon jetzt sehr weit gediehen ist, kurz davor steht, in der Pilotphase ausgerollt zu werden. Das virtuelle Krankenhaus NRW, Anfragen von Arztpraxen, von Krankenhäusern in den Indikationen Intensivmedizin, Infektiologie, aber auch Herzinsuffizienz, Lebermetastasen und seltenen Erkrankungen. Und hier sind wirklich die letzten Vorbereitungen, um die Pilotphase dieser zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung in NRW entsprechend zu beginnen. Dann kam letztes Jahr die Covid-19-Pandemie. Und wir waren damit konfrontiert, dass wir Bergamo in Deutschland auf jeden Fall verhindern wollten. Und in NRW sind viele Intensivbetten in den Häusern der Grund- und Regelversorgung verortet, etwas mehr als die Hälfte. Und wir wollten, Covid-19-Schwerkrankpatienten sind Patienten für Maximalversorger, für Universitätskliniken. Und wir wollten sozusagen aber alle Intensivkapazitäten zur Verfügung stellen. Wir haben uns an die Landesregierung gewendet, an das Max, und haben gesagt, wir wollen eine Vorstufe machen aus Aachen, aus Münster heraus, um wir konnten wirklich hier in über 2300 Telekonsilien bei fast 400 Patienten und 99 kooperierenden Krankenhäusern diese Vorstufe tatsächlich ausrollen. Es hat sich bei jeder Welle, auch jetzt bei der dritten Welle, bewährt. Optimale flächendeckende Versorgung von Covid-19-Patienten, Vermeidung von risikoreichen Verlegungstransporten. Wir haben nur noch 7% Verlegungstransporte. Also hier wirklich ein Beweis, dass man auch Krisensituationen mittels digitaler Strukturen und Inhalte gut meistern kann. Und wir konnten da auch zeigen, dass wir die Sterblichkeit in diesem Vergleich zu bundesweiten Sterblichkeiten um 20% reduzieren können. Das war ja keine Studie, es ist eine Beobachtung. Und letztendlich hat diese Erfahrung dazu geführt, dass der GBA im Beginn diesen Jahres einen Beschluss gefasst hat, nämlich dass es Zentren in einem intensivmedizinischen digital gestützten Versorgungsnetzwerk, sogenannte IDV-Zentren, jetzt gibt.
Damit waren bundesweit gesetzte Qualitätsanforderungen und Aufgaben von Zentren definiert, aber eben auch die Finanzierung der Leistungserbringung von Teleintensivmedizin für Covid-19-Patientinnen und Patienten in der akuten Pandemie. Und das ist ein wichtiger Schritt auch weiter Richtung Verstetigung. Und ich hoffe, dass wir damit auch nicht aufhören und dass wir in auch dank des Preises ist, für Patientensicherheit für unser Projekt TenneT NRW nicht nur eine Motivation, sondern einen weiteren Schub bekommen, um letztendlich unser Ziel, dass wir digitale Gesundheitsnetzwerke für unsere kritisch kranken Patientinnen und Patienten und auch viele Patienten darüber hinaus in Deutschland in die Regelversorgung bringen. Und dafür herzlichen Dank für dieses Lob, für diese Motivation im Namen des ganzen Teams von TenneT NRW. Und wir werden weitermachen, bis wir tatsächlich am Ziel sind, Telemedizin großflächig in die Regelversorgung integriert zu haben. Herzlichen Dank.